Hört ihr die Klarinette? Meine Mitbewohnerin hat eben angefangen zu üben. Hallo zusammen! Die Olympischen Winterspiele 2014 sind vorbei und wir alle ziehen unseren Hut vor den russischen Sportlern, die die meisten Medaillen von allen gewonnen haben und somit im Medaillenspiegel ganz oben stehen. Natürlich verdanken die russischen Sportler dieses Ergebnis ihren herausragenden sportlichen Leistungen, aber sie hatten auch eine klitzekleine Unterstützung, nämlich den weit bekannten Heimvorteil. Denn was Fans, Sportler und Journalisten schon lange vermutet haben, zeigt sich in einer aktuellen Studie bestätigt. Heimische Sportler haben größere Chancen, den Sieg nach Hause zu bringen, als auswärtige Sportler. Das gilt sowohl für Teamsportarten wie zum Beispiel Fußball, Handball oder Basketball oder Bobfahren, aber auch für Einzelsportarten wie Skifahren, Snowboardfahren, Eisschnelllauf und so weiter. Aber woran liegt das jetzt eigentlich genau? Dafür gibt es sowohl psychologische Gründe, die relativ naheliegend sind, zum Beispiel, dass die Fans von den heimischen Sportlern natürlich in größerer Zahl vertreten sind und deswegen lauter sind und die Fans mehr unterstützen und das stärkt das Selbstbewusstsein und unterstützt sie dabei zu gewinnen. Die Lautstärke der Fans kann auch einen Einfluss haben auf die Schiedsrichter oder unparteiischen Kampfrichter, was auch immer. Denn je lauter die Fans sind, wenn ein Foul oder irgendwas Unrechtes geschieht, desto eher sind diese geneigt, also die Kampfrichter geneigt, einen Strafpunkt oder eine gelbe Karte zu verteilen. Dann haben die heimischen Sportler natürlich auch noch den Vorteil des vertrauten Geländes. Sie wissen, wo sie sich aufhalten, wie das Stadion aussieht, wie das Feld aussieht, was auch immer. Und das unterstützt einfach dabei, gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist natürlich auch noch die Reisezeit. Die auswärtigen Spieler müssen anreisen haben, also entweder am gleichen Tag oder am Tag vorher oder sonst irgendwann eine lange Reise hinter sich. Vielleicht müssen sie noch mit Zeitverschiebung kämpfen und auf jeden Fall mit einer ganz anderen Umgebung, als sie eigentlich gewöhnt sind. Aber wenn das mal alles wäre, es kommen nämlich auch noch hormonelle Aspekte dazu und das war mir persönlich komplett neu. Aber was Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben, ist Folgendes. Heimische Sportler schütten mehr Testosteron aus. Das viele Testosteron im Blut wirkt sich auf die Aggressivität, Kampfeslustigkeit und Risikofreudigkeit aus, was alles positiven Einfluss hat auf die Leistung, wodurch die Sportler mit mehr Testosteron im Blut eher das Spiel gewinnen oder den sportlichen Wettkampf gewinnen, als die auswärtigen Spieler, die deutlich weniger Testosteron im Blut haben. Dieses gesteigerte Hormon Testosteron ist zu vergleichen mit dem gesteigerten Wert von Schimpansen, wenn die ihr heimisches Territorium vor Gegnern verteidigen wollen. Also mehr Testosteron gleich mehr Kampfeswillen und das kann helfen, um zum Sieg zu führen. Aber zu viel Heimvorteil ist auch nicht gut, denn wenn die Sportler sich unter Druck gesetzt fühlen, schüttet der Körper das Stresshormon Cortisol aus. Das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Leistung, aber negativ, denn die Konzentration geht runter und die Fähigkeit im Team zusammenzuspielen wird auch weniger. Also liebe Fans, unterstützen ist gut, aber übertreibt es nicht, sonst setzt ihr die armen Sportler zu sehr unter Druck.